Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für den netten Empfang. Dankeschön. Spätestens übermorgen. Übermorgen am Mittwoch muss der Richter im Hoeneß-Prozess seine schriftliche Urteilsbegründung abgeliefert haben. Das bedeutet, ab Ende der Woche kann Uli Hoeneß mit der Ladung zum Haftantritt rechnen. Und damit mit dem Schritt in eine komplett andere Welt. Was passiert eigentlich hinter Gittern dann, wenn sich die Türe schließen? Die Zeit, die schreibt dazu sehr drastisch. Der Verurteilte tritt in eine Schattenwelt, aus der so gut wie nichts nach draußen dringt. Außer wenn einer zu Tode gefoltert wird. Deutschland diskutiert über seine Gefängnisse. Sind sie eher Freigangparadies oder eher Knasthölle? Ist die Justiz zu milde mit Wohngruppenflair, mit Hafturlaub und Frühentlassung? Und was kann, was soll Gefängnis im besten Fall bewirken? Eine Diskussion, die meist auf Erzählungen und Gerüchten und Medienberichten beruht. Denn die wenigsten, die da mitreden, die haben selbst Knasterfahrung. Das ist heute allerdings in Teilen jedenfalls anders. Wenn Hart aber fair fragt, hinter Gittern, wie hart muss Strafe sein? Mit diesen Gästen. Joe Bausch, der Gefängnisarzt, ist überzeugt, Knasterfahrung verändert ein ganzes Leben. Freiheit, Privatsphäre, bei Sorgen nachts Freunde anrufen, alles vorbei. Uli Hoeneß ahnt bestimmt noch gar nicht, was ihn hinter der Zellentür wirklich erwartet. Ralf Knispel, der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Staatsanwälte, stellt fest, die Resozialisierung von Tätern ist ein hehres Ziel. Doch wie oft gelingt das tatsächlich? Deshalb Schluss mit der Verharmlosung von Gewalt. Wir müssen endlich mehr an die Opfer denken. Dieter Gurkasch. Er saß nach einem Raubmord 25 Jahre im Gefängnis und sagt, ich bin heute ein anderer Mensch. Doch es war nicht die Gefängniszelle, die mich positiv verändert hat. Denn Knast bedeutet Gewalt pur und macht Täter zu Opfern. Eva Kühne-Hörmann. Die hessische Justizministerin mahnt, es steht uns gut an, nicht nur die Täter, sondern auch die Opferperspektive einzunehmen. Denn Ziel des deutschen Strafvollzugs ist nicht nur die Resozialisierung, sondern auch der Schuldausgleich. Bernd Mählicke, der Strafrechtsexperte, war 15 Jahre für die Gefängnisse in Schleswig-Holstein verantwortlich. Für ihn steht fest, in deutschen Gefängnissen sitzen zu viele, die da gar nicht hingehören. Einige werden dort sogar erst zu Verbrechern gemacht. Herr Knispel, durch den Fall Hoeneß wird in Deutschland auf einmal diskutiert über Gefängnisse. Fast jeder hat eine Meinung über die Ausstattung von Zellen, über zu laschen oder zu harten Vollzug. Freut Sie das oder finden Sie das ärgerlich? Ich finde es sehr erfreulich, dass dieses Thema auf der Tagesordnung ist. Warum? Weil dieses Thema jahrelang verharmlost worden ist und unsere Vereinigung hat dieses Thema über viele Jahre angesprochen, ohne jemals gehört zu finden. Das hat sich seit den letzten Wahlen in Berlin zumindest nachhaltig geändert. Herr Bausch, Sie sind ja indirekt Betroffener als Knastarzt. Seit 25 Jahren haben Sie Silberhochzeit im Gefängnis. Wie finden Sie die Diskussion? Erfreulich oder ärgerlich? Ich finde sie positiv, weil es ist mit einer der Gründe, warum wir heute hier zusammensitzen, glaube ich jedenfalls. Und ich finde es klasse, dass die Öffentlichkeit den Blick auf das Gefängnis richtet, versucht, hinter die Mauern zu schauen, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass eine Zelle 7 Quadratmeter groß ist oder 14 Kubikmeter und dass man sich plötzlich dafür interessiert, wie es hinter den Mauern zugeht. Und das kann nur positiv sein. Sie arbeiten seit 25 Jahren als Knastarzt, könnten auch als Schauspieler Geld verdienen. Dass Sie weiterhin Knastarzt sind, kann man daraus schließen, dass Sie das System Gefängnis für sinnvoll, für nützlich, für die Gesellschaft halten, wenn man unter Gesellschaft auch die Gefangenen versteht? Ja, ich bin schon Überzeugungstäter. Ich mache das schon aus Überzeugung, was ich da seit 25 Jahren mache. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir jedenfalls in Deutschland einen Strafvollzug haben, so wie ich ihn mir früher mal vorgestellt habe, wie ich ihn kennengelernt habe. Und wir brauchen, glaube ich, den Vergleich mit vielen anderen nicht zu scheuen. Wir müssen uns nicht verstecken bei dem, was wir da tun. Herr Mählicke, Sie sind Jurist, im weitesten Sinne auch Sozialarbeiter, Experte für das, was im Knast geschieht. Der Spiegel hat geschrieben, die Bürger draußen, die stellen sich den Vollzug gerne als so eine Art Waschmaschine vor. Man steckt Wölfe hinein und bekommt Lämmer heraus. Als Wunschgedanke ja ganz nett. Warum funktioniert es nicht?
Es ist manchmal umgekehrt. Also es kommen Lämmer hinein und Wölfe kommen raus. Also das ist ja die alte Geschichte des Gefängnisses. Warum tut man überwiegend junge Männer in diesem Alter eigentlich zusammen, die außerordentlich schwierig sind, die auch mit viel Gewalt Straftaten begangen haben, und glaubt daran, dass das eine produktive, problemlösende Situation ist und dass die Menschen, wenn sie dann entlassen sind, neue Menschen sind, also dann eben Lämmer sind und nie wieder Straftaten begehen. Das ist eine Grundidee, die ist sehr problematisch. Wir brauchen Gefängnisse, es gibt kein Land ohne Gefängnisse. Wir brauchen Freiheitsstrafen, auch keine Frage. Aber die Frage ist, wie gestalten wir das aus und wer sind eigentlich die Richtigen in den Gefängnissen? Darüber reden wir heute. Der Mann rechts von Ihnen, Herr Gurkasch, der hat eben heftig mit dem Kopf genickt. Sie waren 23, als Sie wegen Raubmords eingerückt sind und sind dann auf eine lange Karriere gegangen, eine lange Knastkarriere, 25 Jahre. Dass Sie heute als freier Mann hier sitzen, offenbar die Wende geschafft haben, haben Sie das auch im Knast zu verdanken? Letztendlich nein. Meine Resozialisierung habe ich selbst betrieben. Und letztendlich muss auch jeder Mensch seine Resozialisierung selbst betreiben. Gefängnisse bilden einen äußeren Rahmen. Und da wir es in Deutschland leider nur bei 30% der Gefängnisinsassen schaffen, dass sie an ihrer Resozialisierung wirklich arbeiten und daran auch erfolgreich arbeiten, sollten wir an diesem Rahmen etwas ändern. Kann denn ein Gefängnis überhaupt, selbst im besten Sinne, einen anderen Menschen herausbringen, auf die Bahn bringen, auf ein anderes Gleis setzen? Es ist ein anderes Gleis, das Gefängnis. Es ist ja wirklich die Alternative zum Leben in der Freiheit. Und wenn sich das jahrelang dann hinzieht, dann sind die Menschen dort wirklich in Grenzsituationen, die sie sehr dazu zwingen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und insofern kann das tatsächlich natürlich der entscheidende Punkt sein, dass sie danach nicht wieder straffällig werden. Wir haben ja die Rückfallquoten, wir haben Erfolgsergebnisse. Der Anlass für diese Sendung, nicht das Thema, ist Uli Hoeneß, aber doch noch mal eine Frage dazu. Wenn eine solche Veränderung möglich ist, wie sollte die Strafe dann einen Menschen wie Uli Hoeneß verändern? Völlig anderer Fall, als hier rechts neben Ihnen sitzt. Darüber denke ich auch nach. Und Hoeneß hat 30 Millionen Steuern hinterzogen. Und Hoeneß ist einer der erfolgreichsten Manager, die man sich vorstellen kann, und ist eine Lieblingsfigur der Deutschen. Und die Frage ist ja, ist Hoeneß eigentlich richtig im Gefängnis? Also die 30 Millionen, da denke ich, die hätte man einsetzen können für die Resozialisierung von Jugendlichen, die wir jetzt in den Jugendgefängnissen finden, damit sie nicht zu Verbrechern dort tatsächlich erst gemacht werden. Und jetzt hat er 3,5 Jahre zu verbüßen. Das werden ja keine 3,5 Jahre sein, er wird früher rauskommen. Dann ist das im Grunde nur die negative Antwort auf das, was er getan hat. Ich würde Hoeneß wünschen und auch uns als Gesellschaft wünschen, dass wir eine positive Variation hineinbringen können, Wiedergutmachung, Förderung von sozialen Projekten. Der Mann ist hochintelligent als Manager. Also was können wir Sinnvolles tun, damit das nicht eine verlorene Zeit ist, wo er eben unter diesen Knastbedingungen arbeitet, die wir kennen. Die Bevölkerung sagt, er soll als Metzger da in der Gefangenenküche arbeiten und er soll die anderen Gefangenen bedienen. Das ist die völlig negative Reaktion. Und Hoeneß ist es wert, dass wir uns anders mit ihm beschäftigen und dass wir ihm eine zweite Chance, wie man so schön sagt. Haben Sie eine Idee? Naja. Erst die Idee, dann der Einspruch. Die Idee ist, hier in Köln gibt es oder gab es ein Projekt. Wir haben Jugendliche aus der Jugendanstalt, damals noch Siegburg, betreut vor der Entlassung, hatten 25 Jugendliche. Und haben die dann intensiv, die hatten einen Einzelbetreuer, so eine Art Coach, so ein Buddy, der auf sie aufgepasst hat, Jugendliche zwischen 14 und 17. Und wir haben dann dieses Projekt gefördert bekommen, hier von der Stiftung, von einem freien Träger aus Köln. Und wir haben die Rückfallquoten von 50% auf 13% senken können. So, dann ist das Projekt zu Ende gegangen und dann hat das Justizministerium Nordrhein-Westfalen gesagt, wir können aber leider nicht weiter finanzieren. Und wenn ich das hochrechne, das hat gekostet in 3 Jahren 600.000 Euro. Billiger als die Haftplätze wahrscheinlich. Die Haftplätze kosten 40.000, das Projekt kostete pro Täter 8.000. Und es war erheblich erfolgreicher. Mhm. So, und das ist der soziale Schaden, sage ich mal, jetzt als Resozialisierungsprofi oder auch als Steuerzahler, wo ich sage, dieses Geld hätte ja Hoeneß, wenn es an die richtige Stelle gekommen wäre, dafür einsetzen können, zu resozialisieren. Und das wünsche ich ihm. Und dass er da arbeitet.
Zum Beispiel. Ja. Das werden wir wieder gut machen. Einspruch, ja. Herr Mählicke stellt den Rechtsstaat auf den Kopf. Es gibt ein Urteil, ein rechtskräftiges Urteil, das Richter, unabhängige Richter in unserem Rechtsstaat gesprochen haben. Und dieses Urteil sind 3 Jahre und 6 Monate. Und auch bei uns in Hessen gibt es dafür Regelungen, wie man mit einer solchen Haftstrafe, die über diese Zeit verhängt wird, und das haben unabhängige Gerichte nun getan, umgeht. So, und warum soll für jemanden da anderes Recht gelten als für andere Straftäter? Steuerstrafsachen sind keine Kavaliersdelikte, und es haben unabhängige Gerichte entschieden. Und jetzt sage ich mal, in Hessen wäre es so, wir haben als Regelvollzug den geschlossenen Vollzug, und im Gesetz steht klar drin, dass jemand, der über 24 Monate eine Haftstrafe, einem rechtskräftigen Urteil zu verbüßen hat, in den geschlossenen Vollzug kommt. Und warum soll sich jemand in Deutschland, wenn dieses Urteil besteht und die rechtlichen Regelungen sind, warum soll er sich davon in einer anderen Art und Weise freikaufen können? Das wäre ungerecht und das widerspricht unserem System. Und deswegen bin ich dagegen und sage auch, wer Steuern hinterzieht in dieser Höhe, der entzieht diese Gelder für Maßnahmen, die wir brauchen im präventiven Bereich, für Schulen und andere Dinge mehr. Und deshalb sage ich mal, muss man sehen, was Gesetzgeber in den Vollzugsgesetzen, die die Länder da verabschiedet haben, werden wir gleich noch drüber reden, Frau Kühne-Höhn, weil ich würde gerne mit Ihnen zusammen einen Blick noch in die JVA Landsberg werfen und dann den Komplex, den Einstieg Hoeneß abschließen. Sie sind seit 3 Monaten hessische Justizministerin und dadurch auch Chefin über die Gefängnisse. Diskutiert wird, wie heute Abend hier, auch über die Gefängnisse in ganz Deutschland. Aber wie froh sind Sie, dass die Causa Hoeneß in Bayern spielt und auch das Gefängnis, wo er hin muss, in Bayern spielt und nicht bei Ihnen? Also ich sage jetzt mal, jeder Gefangene, der am Ende und in ein Gefängnis geht, hat Sonderkonditionen. Und wir müssen, ob das ein Prominenter ist oder jemand, der besondere Kontakte hat, bei jedem Einzelnen darauf achten, wie die besondere Situation ist. Da geht es auch um den Schutz der Gefangenen, sie nicht mit anderen zusammenzulegen in einem Umfeld, das gefährlich sein kann. Und das ist bei Prominenten nicht anders als bei anderen Straftätern, naja, mit anderen Problemen. Und deswegen sage ich Ihnen mal, sind diese Fälle vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil sie nicht diese Öffentlichkeit erzeugen, aber sie sind für den Einzelnen genauso wichtig. Und deshalb muss man mit jedem individuell umgehen. Und erinnern Sie sich noch an meine Frage war, ob Sie, ich kann Sie anders formulieren, den Kollegen in Bayern beneiden, oder denken Sie mal an den Anstaltsleiter. Vielleicht beantworten Sie die Frage, wenn ich Ihnen was gezeigt habe. Denn was auf Landsberg zukommt, das haben die ja in einem Testlauf schon mal simuliert, indem sie komischerweise einen Tag der offenen Tür gemacht haben. Orange-rote Zellentüren, eine Autowerkstatt und im Hof ein Fußballplatz. Was sonst nur Häftlinge sehen, ist plötzlich für fast alle deutschen Medien interessant. Beim Tag der offenen Tür in der JVA Landsberg besichtigten 145 Journalisten das Gefängnis, in dem Uli Hoeneß sitzen wird. Drinnen Medienrummel, draußen Witze auf seine Kosten. Eine Landsberger Autowerkstatt bietet Uli Hoeneß ein Tuning an. Lieber Uli, wir tunen auch Fluchtautos. Frau Kühne-Hörmann, das eben der Vorgeschmack. Jetzt nochmal die Frage, wenn Sie sich an jetzt das Geklingel vorher erinnern, glauben Sie, dass dann ja, sowas wie normaler Verzug überhaupt noch möglich ist? Das muss man aus meiner Sicht sicherstellen und ich glaube, dass das auch gehen wird. Das heißt, man muss jeden Einzelfall betrachten und das gilt für einen Prominenten, der so in der Öffentlichkeit steht wie Herr Hoeneß, genauso wie für andere Straftäter, bei denen andere Themen vorliegen, die auch beachtet werden müssen. Mhm. Herr Bausch, Ihre erste Reaktion auf das Urteil gegen Hoeneß war die arme Anstalt, die den bekommt. Das war nicht nur mein erster Gedanke, der wurde von vielen Vollzugspraktikern, also von Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleitern geteilt. Was bedeutet das mit Ihrer Erfahrung denn für dieses mediale Interesse schon im Vorfeld für den Alltag im Knast? Es wird verdammt schwierig werden, einen normalen Vollzugsalltag hinzukriegen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es gelingt, dass all diese Maßnahmen, die ich kenne, die man versuchen kann, dafür Sorge zu tragen, dass eine so prominente Persönlichkeit einen möglichst normalen Vollzugsalltag bekommen kann. Aber ich fürchte,
dass es sehr viel Interesse geben wird, Fotos aus der Zelle mit Herrn Hoeneß zu bekommen, aus dem Freistundenhof zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es verdammt schwierig wird, für Besucher alleine unbeschadet in die JVA hineinzukommen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle wirklich abschließend mal irgendwann sagen, lasst es mal ihn machen. Die Mauern im Knast sind nicht nur deshalb so hoch, dass die Leute nicht weglaufen, sondern auch sorgen dafür, dass nicht jeder hineingucken kann, weil Strafe abreißen die Haft. Ist, so finde ich, ein relativ privater und intimer Vorgang. Und den sollte man nicht unnötig stören. Aber wir werden gespannt sein. Dieser Vorgang findet auf kleinem Raum statt. Sie haben das eben schon angedeutet. Dieser Eintritt in eine andere Welt, in eine komplett andere Welt mit anderen Hierarchien. Das, was draußen oben ist, ist da vielleicht unten und umgekehrt. Sie beginnt, wenn sich zum ersten Mal die Zellentüre schließt und wenn man ganz alleine ist. Wenn man ganz alleine ist, denn eine Einzelzelle ist im deutschen Knast immer noch die Luxusversion. Ein Bett, ein Schrank, Stuhl und Tisch. Dazu ein Waschbecken und eine offene Toilette. Das alles gedrängt auf 8 Quadratmeter, abgeschlossen von einer massiven Stahltür. Besonders an diese Tür erinnert sich der ehemalige Anlagebetrüger Josef Müller nach über 5 Jahren Gefängnis. Ich weiß noch, wie am ersten Tag meiner Haft die Tür hinter mir zufiel. Sie hatte von innen keine Klinke. Ich fühlte mich ohnmächtig. Erst wirst du wütend, dann verstehst du, dass du ein Mensch einer anderen Kategorie geworden bist. Dann wird es Nacht, die Tür fällt wieder zu und du bist allein. Herr Bausch, haben Sie in 25 Jahren Knasterfahrung irgendjemanden kennengelernt? Bei Ihnen sitzen vor allen Dingen auch schwere Jungs, eigentlich harte Kerle, die sowas, eine solche Erfahrung ohne psychische Schäden am Anfang, ohne erkennbare Spuren weggesteckt haben? Ich kenne einige, die so, zumindest so tun, als würden sie das wegstecken, ohne dass sie Schaden nehmen. Aber ich habe auch die gute Erinnerung an harte Jungs, die mir nach der Haftentlassung ein Foto geschickt hatten, auf dem dann sie zu sehen war vor einer Tür und auf der Rückseite stand, das ist die erste Tür, die ich nach 22 Jahren wieder selber auf und zugeschlossen hatte. Und ich hätte das von dem nicht erwartet, dass er mir dieses Foto schickt. Also ich denke, was hier beschrieben ist, wenn du merkst, dass die Klinke von innen kein Schloss hat, also dass die Tür von innen keine Klinke hat und dass sie über viele Stunden an Wochenenden und auch über die Nacht geschlossen bleibt, es sei denn, du hast wirklich was Notfallmäßiges zu besorgen, das ist eine besondere Erfahrung. Und gerade Menschen, die es gewohnt sind, ansonsten sozusagen zu bestimmen, leiden sehr darunter, wenn sie merken, dass sie ab sofort fremdbestimmt sind. Weil das ist eine ganz unmittelbare Erfahrung von Fremdbestimmtsein. Und es macht auch einen Unterschied, ob man in einem Hotelzimmer von 20 Quadratmeter mal für 24 Stunden unfreiwillig eingeschlossen wird. Das sollte jeder von uns sich mal vor Augen führen vielleicht. Also ich kenne Leute, die das sehr eindrucksvoll erfahren. Wir haben eine ganze Reihe Insassen, die unter Angst- und Panikstörungen leiden oder unter hohen mit Anpassungsstörungen imponieren, wie wir sagen als Ärzte. Sie sagen ja selbst, dass Ihr Herz 5-mal schneller schlägt in der Minute, wenn Sie noch in den Knast gehen, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ist das diese besondere Atmosphäre? Nein, du guckst anders. Und man guckt im Gefängnis anders. Man hat so einen Weitwinkelblick, entwickelt man. Das heißt, man guckt auch, was im Anschnitt passiert. Das ist aber eine professionelle Haltung. Die haben Polizisten, die haben Feuerwehrleute genauso. Aber das versuche ich zu beschreiben, wenn man sagt, der Puls schlägt ein bisschen schneller und der Blick wird ein anderer. Weil eines ist klar in einem Gefängnis, und da können wir reden, solange wir wollen. Gefängnis ist auch für einen Verbrecher eine Ausnahmesituation. Weil dort, anders als draußen, da hat er Familie, da gibt es Bekannte, die sind nicht straffällig. Aber im Knast kann er sich relativ sicher sein, dass jeder, mit dem er in die Freistunde geht, mit dem er zusammen die Stube teilt, mit dem er unter die Dusche geht, dass das auch ein Straftäter ist, ein Krimineller ist und manche darunter sind härter als er selber. Sie nicken im Kopf. Komm gleich nochmal zu Ihnen. Angst essen ist ein großes Thema im Gefängnis. Herr Knispel, gehen wir erst noch auf die andere Seite. Sie stehen im Gerichtssaal und fordern Haftstrafen. Ihnen ist das nicht neu, glaube ich, was Sie hier gerade gehört haben. Dieser Schock des elementaren Freiheitsverlustes, ist das ein Teil der gewollten Strafe auch, der erschüttern soll, um vielleicht ein neues Gleis zu legen?
ein neues Gleis zu legen, ist sicherlich Ziel des Strafvollzuges. Sie sagten ja eingangs, Resozialisierung ist das eine Thema, Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten das andere. Und man sollte eines nicht unterschätzen, Strafgefangene, zu denen ich übrigens auch reichlich Kontakt unterhalte, die ich auch in der JVA Tegel beispielsweise besucht habe, mir sind von daher Zellenerfahrungen zwar nicht als Insasse bekannt, aber einfach mal die Räumlichkeiten zu verinnerlichen, halte ich für sinnvoll, bin allerdings etwas befremdet, um mal diese leicht mediale Schelte zu treiben, ob man eine Haftanstalt, in die Uli Hoeneß geht, in dieser Art und Weise berichten muss. Da habe ich große Zweifel, weil es gibt viele andere Gefangene, die solch eine Wertschätzung und Aufmerksamkeit nicht erfahren. Und die Haftbedingungen sind für alle gleich, nicht nur für Herrn Hoeneß. Herr Gurkasch, jetzt nochmal zu Ihnen. Sie haben da eben genickt. Zum ersten Mal, als die Tür sich schloss ohne Klinke, waren Sie 23. Wie war das für Sie? Ja, ich wusste, dass mein Leben zu Ende ist. Also das Leben, das ich kannte, war zu Ende. Und das ändert sich auch nie wieder. Selbst wenn man aus dem Gefängnis rauskommt, weiß man, dass man einen Teil seiner Freiheit für immer verloren hat. Ich glaube, jetzt ist aber auch höchste Zeit, mal zu zeigen, warum Sie überhaupt so lange im Gefängnis waren. Der Raubmord 1985. Dieter Gurkasch überfällt einen Kiosk in Hamburg. Dabei geht er äußerst brutal vor, tötet die Besitzerin Inge D. Die Beute 320 D-Mark. Dieter Gurkasch ist da 23 Jahre alt. Er wird verhaftet und zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Ausbruch 1988. Schüsse in Santa Fu. Verbrecher sind auf der Flucht, titelt das Hamburger Abendblatt gerade einmal 3,5 Jahre später. Dieter Gurkasch flieht aus dem Gefängnis Fuhlsbüttel. Doch in Freiheit bleibt er nur für einen Tag. Dann wird er wieder weggesperrt. Die erste Entlassung 1996. Nach insgesamt 11 Jahren kann Dieter Gurkasch den Knast vorzeitig verlassen, kommt auf Bewährung frei. Die Schießerei 1997. Ex-Häftling lief amok, schreiben die Zeitungen. Dieter Gurkasch hatte sich eine wilde Schießerei mit der Polizei geliefert, wurde dabei lebensgefährlich verletzt, musste zweimal reanimiert werden. Der Wendepunkt. Dieter Gurkasch muss nach der Schießerei zwar für 14 weitere Jahre in den Knast, findet dort aber über Meditation und Yoga zu einem neuen Selbst. Ende 2011 hat Dieter Gurkasch seine zweite Haftstrafe abgesessen, ist ein freier Mann. Herr Gurkasch, in Ihrem psychiatrischen Gutachten stand damals der Satz, sein Charakter ist eine gefährliche Mischung aus innerer Kleinheit und äußerer Brutalität. Wie klingt dieser Satz für Sie heute, 30 Jahre später? Ich weiß nicht mal, ob der Satz da wirklich stand, aber nach unseren Recherchen, ja. Ich glaube nicht, dass Sie eins der Gutachten gelesen haben. Ich glaube, die werden streng unter Verschluss gehalten. Dieser Satz beschreibt mich aber immer aus der damaligen Sicht ganz gut, ja. Weil ich wie nahezu alle Menschen, die Straftaten begehen, unter einem großen Mangel an Selbstbewusstsein gelitten habe. Und diesen Mangel an Selbstbewusstsein habe ich durch äußere Größe versucht zu kompensieren. Und daraus sind dann Straftaten geboren. Unter anderem der Überfall auf den Kiosk. Ja. Der hat einer Frau das Leben gekostet. Ja. Sie haben sie brutal niedergeschlagen. Sie ist dann 3 Wochen später, glaube ich, gestorben. War das ein Zufallsopfer, diese Frau, oder hätte es jeden treffen können in ihrer Phase damals? Also es war ein Zufallsopfer, also es hätte jeden treffen können, ja. Denken Sie heute eigentlich noch an diese Frau? Ihre Strafe haben Sie verbüßt, aber ist das etwas, was Sie lebenslänglich begleitet, wenn Sie zum Beispiel vom Kiosk stehen heute, die sehen ein bisschen anders aus, da hängen jetzt andere Zeitschriften aus, aber sind das so Sekundenbilder? Nein, diese Sekundenbilder nicht, aber ich meditiere sehr viel und in Momenten der Stille werden Sie immer wieder mit schicksalhaften Begebenheiten aus Ihrem Leben konfrontiert. Und insofern ja, ich denke daran noch sehr oft. Gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, an dem Sie in der Lage waren, ja, ich nehme mal diesen Begriff Reue zu empfinden, Mitleid zu haben mit den Angehörigen dieses Opfers, oder ja, ist das abgekapselt? Das ist dann gekommen, als ich es geschafft habe, durch Yoga und Meditation an meinem desolaten Selbstbewusstsein zu arbeiten. Als mein Selbstbewusstsein, also
das Bewusstsein meines Selbst zugenommen hat, da konnte ich anfangen, mich mit der Schuld zu konfrontieren und wirklich Reue zu empfinden. Herr Knispel, aus Ihrer Erfahrung, glauben Sie eigentlich, dass man erkennen kann, ob jemand, Sie haben das ja häufiger, auch schon vor Gericht, ob ein Täter echte Reue, echte Empathie empfindet? Ich maße mir an, einigermaßen gut Menschenkenntnis zu haben und derartiges erkennen zu können. Aber wir sollten uns nicht in die Tasche lügen, dass wir tatsächlich den Angeklagten, der sich auch selbst darstellen will, in aller Regel anwaltlich begleitet und von daher ein Urteil sucht, was ihm möglichst günstig ist, dass wir dort in diesem Moment und in dieser ganz komplexen Veranstaltung einer Hauptverhandlung tatsächliche Reue empfinden. Das ist vielmehr ein Prozess. Und da für mich die Angeklagten und gegebenenfalls, wenn sie dann auch Verurteilte geworden sind, in dem Moment nicht enden, sondern ich nicht zuletzt durch meine Tätigkeit auch Kontakt zu entsprechenden Kunden habe, die als Totschläger oder Mörder aufgetreten sind. Es gibt den einen oder anderen, der sich tatsächlich mit dieser Schuld auseinandersetzt. Es gibt auch tatsächlich Reue. Was haben Sie gedacht, als Sie ihm zugehört haben? Kann ich Ihnen sagen, ganz spontan klang das für mich ein wenig selbstmitleidig. Warum? Ich will ihm nicht absprechen, dass er im Zuge der Meditation sich mit derartigen Dingen auseinandersetzt, aber das Ganze ist für mich ein wenig versachlicht. Das haben wir auch ganz häufig in Gerichtsverhandlungen bei Angeklagten. Es geschieht etwas, dann kam es dazu, eigentlich die Auseinandersetzung, irgendwann mal dazu zu stehen und zu sagen, ich habe trotz rechtmäßigen Alternativverhaltens, was ich gehabt hätte, mich für diese Straftat entschieden, die kommt nicht überein. Habe ich das jemals abgeschnitten? Nein, das haben wir nicht gesagt. Ich versuche Ihnen ja nur mal zu schildern, was ich auch in 13 Jahren mit Kapitalverbrechern kennengelernt habe. Aber doch nicht mit mir. Habe ich auch nicht gesagt, dass Sie bei mir angeklagt waren. Sie haben das eben gerade behauptet. Wenn Sie zugehört hätten, dann hätten Sie mitbekommen, dass ich nicht nur von Ihnen spreche. Sondern ich blicke auch auf eine Erfahrung zurück. Und die ist vielleicht, was Angeklagte anbelangt, mindestens so reichhaltig wie ihr Kontakt im Vollzug. Und da habe ich auch ein wenig Überblick über Personen, die Straftaten begangen haben, schwerste Straftaten gegen das Leben, und ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Wir haben auch manchmal erschreckend Ehrliche, die sagen, nein, sie haben keine Empathie. Die sind für mich ein Stück weit ehrlicher als manch einer, der sich in der Hauptverhandlung ruhig oder geständig darstellt. Sie sind so unruhig, Frau Kühne-Hörmann. Warum? Ja, weil bei der ganzen Diskussion der schrecklichen Tat mir durch den Kopf geht, wer hätte das denn sonst sein können, wenn es ein Zufallsopfer ist? Wenn also jemand, wie Herr Gurkasch das eben selber beschrieben hat, es war ein Zufallsopfer, hätte es in der Allgemeinheit jeden von uns treffen können. Und ich sag mal, die Verurteilung basiert ja darauf, jemanden, der so tickt, sage ich jetzt mal, durch ein Urteil dazu zu bringen, dass er von der Allgemeinheit auch ferngehalten wird durch seine Strafe. Zum Schutz der Bevölkerung, ich sag mal, auch zu seinem eigenen Schutz am Ende. Und jeder, der ein solches Zufallopfer beim nächsten Mal, wenn diese Wendung nicht stattgefunden hat, auch mit dem Ausbruch, der ja dann relativ schnell kam, also zu sagen, man wusste ja als Straftäter, wenn man ausbricht und wieder gefasst wird, dass das weiter zur Haftstrafe führt. Ist ja nicht so, dass man das weiß. Das überwiegt ja dann, es auszuprobieren. Also ich sag mal, der Schutz der Allgemeinheit muss auch im Vordergrund stehen und auch die Opfer. Weil jeder Täter, der verurteilt wird, und am Ende nicht diese Gelegenheit erhält, produziert keine Opfer. Und diesen Weg, den Herr Gurkasch, das will ich vielleicht sagen, genommen hat, ich habe das Buch angefangen zu lesen, das ist eine Wendung, wo Sie ja selber beschreiben, dass ein Weg vollzogen worden ist, den Sie selbst dann gefunden haben durch Yoga, der dazu führt, dass diese am Ende nach der Verbüßung der Haft, 96% aller Täter, die Haft verbüßt haben, kommen am Ende wieder raus. Deswegen ist Resozialisierung im Gefängnis am Ende, in den Haftanstalten und dieser Weg unheimlich wichtig. Weil jeder, der diesen Schritt bekommt, auch wenn er aus der Haft herauskommt, der wird nicht wieder Täter. Das heißt, der produziert auch keine Opfer. Und ich finde, wir müssen an dieser Stelle auch darüber reden, dass der Strafvollzug eine Chance... Sie haben jetzt einen ganz großen Bogen gemacht. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich bleibe noch dabei, was Sie zu Herrn Gurkasch gesagt haben. Darf ich das so verstehen, so wie Sie das bewertet haben, dass Sie ihn am liebsten noch in Haft zählen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass bis zu dem die Haftstrafe, die man verbüßt für eine solche Tat, da werden ja auch immer wieder Gutachten gemacht, wie der, also wie man sich verhält, was es für Prognosen gibt und wie die Haft verbüßt wird. Und wenn die Haft verbüßt ist, dann kommen ja diejenigen wieder aus der Haft heraus. Und für diesen Fall versuchen wir ja eine Resozialisierung im Gefängnis hinzubekommen und einen Weg. Und bei Ihnen, Sie haben ja gesagt, hat es nicht im Gefängnis so funktioniert, dass die Angebote funktioniert haben. Bei 70% der Inhaftierten. Das bestreite ich. Aber die Yoga hat funktioniert und mit diesem Weg
haben Sie ja beschrieben, ist das Selbstbewusstsein gewachsen und die Rückfallgefahr, dass weitere Opfer produziert werden, gesunken. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen ist dieser Weg zu begrüßen, wie er auch immer geworden ist. Und was ich als Justizministerin zu verantworten habe, ist, in den Gefängnissen so viel Angebote zu machen für die Inhaftierten frühzeitig, damit sie diesen Weg finden können und finden und keine weiteren Danke Opfer für das Stichwort, Herr Mädchen. Sie sind gleich dran. Wenn Sie sagen, Angebote machen, dann schauen wir doch mal, unter welchen Bedingungen Resozialisierung angestrebt wird, ob sie denn klappt oder auch nicht klappt. Wie geht es dort zu? Erholungsheim sagen die einen, Knasthölle sagen die anderen. Sammeln wir einfach mal Eindrücke, beleuchten beide Seiten. Wozu gibt es schließlich Bewertungsportale im Internet? Auch zu diesem Thema gibt es die. Knastnet. Ein Internetportal für Gefangene, ihre Angehörigen und auch JVA-Mitarbeiter rund um den Gefängnisalltag. In der Rubrik Hotelführer werden Gefängnisse in ganz Deutschland bewertet. Über die JVA Garmisch-Partenkirchen heißt es knapp: Beamte und Blick auf Berge sind einfach super. Die JVA Darmstadt in Hessen beschreibt ein Häftling in dem Internetforum so: Die Bediensteten fand ich sehr nett, wobei 2-3 von ihnen schon fast übersozial waren. Das ist deswegen so, weil diverse Personen, unter anderem ich selbst, erwischt wurden, als wir gerade eine Flasche Whisky tranken und nett feierten. Zu unserem Erstaunen sagte man uns wörtlich: Die Flasche ist morgen entsorgt, gell? Es passierte dann nichts weiter. Der offene Vollzug der JVA Wonsheim in Rheinland-Pfalz kommt besonders gut weg. Das absolute Erholungsheim. Die 5 Sterne hat sich das Hotel wahrhaft verdient. Es gab fast keinen Antrag, den man nicht genehmigt bekam. Von TV, DVD, Playstation, Videorekorder, Handy und selbst den eigenen PC-Laptop konnte man mitbringen. Einzig eine Mikrowelle wurde abgelehnt. Auf Anfrage schreibt das für Wohnheim zuständige Justizministerium in Rheinland-Pfalz: Zunächst ist zu berücksichtigen, dass eine Bewertung wie die vorliegende den ungefilterten, subjektiven Eindruck des Gefangenen wiedergibt. Im vorliegenden Fall ist der Bewertung zu entnehmen, dass der Gefangene keine Probleme damit hatte, die bestehenden Regeln einzuhalten. Dieser Umstand wirkt sich zumeist positiv auf die Umstände der Haft aus. Herr Knispel, in Ihren Augen sollte sich ein Anstaltsleiter Gedanken machen, wenn er 5 Sterne bekommt in dem Portal? Ich habe ein wenig die JVA Tegel vermisst, die bei den Gefangenen auch sehr beliebt ist. Wir haben beispielsweise einen sogenannten Knasttourismus, dass nämlich sehr viele, insbesondere von schwerwiegenden Straftätern, versuchen, nach Berlin zu kommen. Und wenn sie sich da mal mit den Strafverteidigern nach den Gründen erfragend unterhalten, wird ihnen ganz offen gesagt, dass man beispielsweise gerne nach Berlin kommt, weil sie am schnellsten in den offenen Vollzug kommen. Wir haben die neue Haftanstalt Heidering mit ungefähr 650 Gefangenenplätzen. Aber selbst in der JVA Tegel herrscht, jedenfalls wenn sie sich mit Gefangenen unterhalten, und das tue ich regelmäßig, hören Sie, dass dort der Knastvollzug, abgesehen von den Defiziten, da hat Herr Gurkasch völlig recht, im Sozialbereich wäre sicherlich wünschenswert mehr zu tun, nur dass die Gefangenen dort sich drangsaliert fühlen und unterminiert und unglücklich daherlaufen, dem ist nicht so. Im Gegenteil, die haben sich in diesen Knastalltag eingefunden und bestätigen ihnen freimütig, dass die Haftverhältnisse innerhalb einer Haftanstalt, sicherlich kein Hotel, da hat Herr Bausch völlig recht, aber geregelt sind und für sie ein vergleichsweise angenehmes Leben darstellen. Und von daher, ich möchte noch mal Herrn Melike ansprechen, einen kleinen Schwenk zu dem, was er vorhin sagte, zu Herrn Hoeneß. Der hatte Jahrzehnte Gelegenheit, sich in sozial ganz gefestigten Gebilden zu bewegen und hat all das, was Sie ihm jetzt im Wege der Strafe zumuten möchten, mitnichten getan, was Sie glauben macht, dass ein anderer Weg als der Strafvollzug ihn dazu bringen sollte. Das ist mir allerdings schleierhaft. Bleiben wir mal bei... Oder wollen Sie was dazu sagen? Natürlich. Ich wollte auch vorhin zu Frau Kühne-Hörmann schon darauf natürlich reagieren. Es ist völlig klar, dass das Urteil rechtsstaatlich einwandfrei ist. Und ich bin auch dafür, dass Herr Hoeneß natürlich eine Freiheitsstrafe bekommt und dass er auch zunächst in den geschlossenen Vollzug kommt, so wie jeder andere auch. Ich habe nur gesagt, wir müssen aus dieser Strafe, die ja nur heißt, er wird weggesperrt, versuchen, etwas zu machen. Resozialisieren heißt ja, der Freiheitsstrafe einen Sinn zu geben. Und das gilt für Sie zum Beispiel genauso oder für jeden, den wir dort haben. Gilt es darum, und Herr Bausch erlebt das ja alltäglich, dass es nicht nur das Wegsperren ist, sondern dass jetzt etwas Sinnvolles stattfindet. Und bei Hoeneß denke ich ihm drüber nach, was könnte Sinnvolles stattfinden, das haben wir schon diskutiert, während im geschlossenen Vollzug
anbieten sollte. Lassen Sie uns mal an die, ja, an die anderen Gefangenen denken. Da, zu dem, was da gezeigt worden ist. DVD-Player, PlayStation, Handy. Ja, da muss man was zu sagen. Dann tun Sie es. Ich kenne einen Teil der Anstalten, die da gezeigt worden sind, kenne ich. Es ist ein bunter Potpourri verschiedener Anstalten. Wir werden natürlich erleben, beispielsweise, dass Sie in einem Hochsicherheitsgefängnis ganz andere Probleme haben, etwas genehmigt zu bekommen, als ausgerechnet da unten. Wie war das in Bayern mit dem Alpenblick? Das ist ein kleines familiäres Gefängnis für Erststraftäter. Also da kann man ganz großzügig sein. Insgesamt muss man eines sagen, wenn man das so sieht und deshalb das Gefängnis bezieht, hat man keine Ahnung davon, dass das Gefängnis ein ganz polyglotte Veranstaltung ist. Also wir haben offene Vollzugsanstalten, Vollzugsanstalten für Ersttäter, Vollzugsanstalten für Schwerkriminelle, Hochsicherheitsgefängnisse. Unterschreiben wir das doch mal. Und da dürfen Sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, unterschreiben wir das mal und bleiben mal bei dem Beispiel DVD-Player, PlayStation, was jemand sich erarbeitet ja in der Zelle. Da kann man natürlich sagen, hat manches Vertreterhotel nicht, was da im Knast ist. Wie sehen Sie das? Aber eines muss man, wenn man das sind ja die klassischen Bilder für die Stammtische. Ja. DVD-Player, Nintendo und das alles. Ich sage immer, wenn das gezeigt wird, Leute, seid zufrieden, wenn ihr das seht. Den Menschen, der das alles hat in der Haft, hat das in der Regel jedenfalls von dem, was er im Knast verdient, sich anschaffen müssen, oder? Ja, du kannst es, wenn du 40 Euro Taschengeld bekommst, dann kannst du keine weiten Sprünge damit machen. Wenn du im Knast im Durchschnitt 200 Euro im Monat mittlerweile verdienen kannst, die letzten Jahre, dann musst du erstmal dein Übergangsgeld ansparen, dein Entlassungsgeld ansparen, dann musst du deine Schulden noch bezahlen, zum Teil jedenfalls, dann musst du auch noch deine Anwälte bezahlen, wenn du dann gegen irgendwas klagst. Und wenn du das alles schaffst und lange genug da bist, dann hast du am Ende halt den Flachbildschirm, die Nintendo-Box und den DVD-Player. Das kann er haben, finde ich, weil er hat eines kapiert. Er hat die ganze Zeit durchgehend gut gearbeitet, sich an die Regeln gehalten und einen glatten Vollzug gemacht. Sonst kommt er nicht dazu. Und vor allen Dingen hat er sonst überhaupt nicht. Er sagt ja ganz zu Recht, Sie haben ja das eine Bild vorhin gezeigt, was diese leere Zelle zeigt. Es gibt auch Menschen, kann ich Ihnen versichern, die selbst 10, 15 Jahre nach Antritt der Haft noch solche Zellen haben, weil sie es nicht geschafft haben, sich an die Regeln zu halten und mit dem Geld, was sie im Knast verdienen können, sich die Zelle entsprechend wohnlich auszustatten. Da sieht es genauso aus. Gucken wir mal auf die andere Seite, wer das Gefängnis mit einem Hotel vergleicht. Sie haben gesagt, das ist so das Klischeebild bei den Stammtischen. Der sollte wissen, dass es eben neben dem Flachbildschirm und dem DVD-Player hier und da, vielleicht sogar neben einem Pool, soll es ja auch geben, dass es einen anderen ständigen Begleiter im Gefängnisalltag gibt. Und das ist die Gewalt. Opfer wie der Ex-Häftling Michael B., die bleiben durch diese Gewalt ihr Leben lang traumatisiert. Nur auf die Leber, auf die Milz, auf die inneren Organe wurde richtig abgezielt und gerade von diesem russischen Knacki, der sich also auskannte, wo man hinschlagen muss. Bei der Leber kommt der Schmerz erst verspätet und das ist richtig übel. Das ist richtig übel. Es ging einmal sogar so weit, dass ich morgens Blut gespuckt habe. Michael B. ist kein Einzelfall. Gewalt gehört zum Gefängnisalltag. Mehr als jeder vierte Häftling wurde innerhalb eines Jahres Opfer physischer Gewalt. Das heißt, er wurde getreten, geschlagen oder, wie Michael B., auch vergewaltigt. Wissen Sie, es gibt für dieses perverse Vorgehen gibt es kein Verschönern, das in der letzte fertig war. Fing es wieder bei dem ersten an. Jeden Tag. Die gleichen Schmerzen, jeden Tag das gleiche Leid. Und keine Chance gehabt, irgendwie auch nur ansatzweise um Hilfe zu rufen oder sonst was. Herr Burkisch, Sie sagen, der gesamte Knast funktioniert eigentlich nach dem Prinzip der Gewalt. Warum ist das so? Naja, im Gefängnis wird einem zwar beständig vom Psychologen erklärt, dass Gewalt keine Lösung ist, aber alles, was im Gefängnis passiert, wird mit Gewalt durchgesetzt. Letztendlich mit Todesdrohung, weil wenn ich versuche, aus dem Gefängnis auszubrechen, wird auf mich geschossen. Selbstverständlich übernehmen diejenigen, die unter dieser Gewaltherrschaft leben, die Methoden dieser Gewaltherrschaft.
Das bedeutet, dass sie selbst versuchen, weiterhin versuchen, so wie sie das schon mal in ihrem Leben versucht haben, ihre Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Waren Sie Täter oder Opfer eher? Ich war eher Täter im Gefängnis, ja. Was haben Sie gemacht? Ich habe meinen Willen mit zum größten Teil psychischer Gewalt durchgesetzt, mit der Ausstrahlung von Gewaltbereitschaft. Das ist das am häufigsten angewendete Mittel im Gefängnis. Das ist ja auch das, was die Gefängnisleitung... Ich höre Ihnen zu, Ihrer sanften Stimme, Ihrem sanften, weichen Aussehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also vor dem Bausch hätte ich mehr Angst, wenn er auf mich zugeht. wenn man versucht, sich die ganze Zeit vorzustellen, dass man bereit ist, massivste Gewalttaten auszuüben, dann bringt das eine Ausstrahlung nach außen, die sich auf andere überträgt. Wenn man dazu dann noch Sport macht, wie ein Wahnsinniger, dann hat das seine Wirkung. Herr Mählicke, ist die Gewalt im Knast der Preis dafür, dass man mehr unbeobachtete Räume, mehr Privatsphäre zulässt, als es früher der Fall war? Das glaube ich nicht, dass es früher anders gewesen ist. Die Grundthese ist ja, macht es Sinn, dass solche Leute wie Herr Gokasch, und ich habe jetzt vor mir so 14-, 15-Jährige, die in den Jugendvollzug kommen, die mit Gewalt aufgewachsen sind und die Gewalt tatsächlich ausstrahlen müssen und zeigen müssen, damit sie eine Bedeutung haben. Die Frage ist ja, macht es Sinn, die dann unter sich zu lassen oder ihnen auch die vielen Freiräume zu geben am Wochenende und in den Freizeiten und auch wenn die Stationen offen sind, dass dann diese Ausstrahlung oder auch die reale Gewalt stattfinden kann. Hier in Siegburg kennen Sie den Folterfall, dass da im Jugendvollzug eben übers Wochenende drei Jugendlichen den vierten umgebracht haben. Das ist strukturell. Nach einer unvorstellbaren Serie von Qualen. Unglaublich, ja. Und das ist strukturell aber im Gefängnis möglich. Und gleichzeitig sehen wir hier diesen Softie, der sagt, mit Yoga habe ich es geschafft. Der war mal ein ganz gefährlicher Typ, sagt er selber, ein ganz gefährlicher Typ. Und wenn dieser gefährliche Typ mit anderen zusammenkommt, ist das eine hochbrisante Situation. Und das ist nicht etwa jetzt eine Gegenreaktion auf die staatliche Gewalt, sondern das ist einfach, sie kommen aus entsprechenden sozialen Verhältnissen, häufig sind sie Opfer auch gewesen, haben körperliche Gewalt erfahren und dann tun wir sie zusammen. Wir haben keine andere Alternative, er war gefährlich, er musste übrigens eingesperrt werden. Ich bin dafür, dass er auch so lange, wie er tatsächlich im Gefängnis war, auch eingesperrt worden ist, um einen Weg zu finden, mit dem Gefängnis zusammen oder ohne das Gefängnis nicht wieder Straftäter zu werden. Heute sitzt er hier als Softie. Ich gehe davon aus, er hat es geschafft. Aber auch die Freiheitsstrafe hat dazu massiv auf ihn eingewirkt. Aber gleichzeitig... Sie haben sich gerade ein Hintertürchen offen gelassen. Ja. Sie haben gesagt, ich gehe davon aus. Ja. Ist Ihnen das bewusst gewesen? Ja, ja, das ist mir ganz bewusst. Wie empfinden Sie das, wenn er sagt, ich gehe davon aus? Ich bin ja schon einmal entlassen worden. Und hatte meine Strafe verbüßt, nicht mal verbüßt, sondern ich bin mit der Voraussicht entlassen worden, dass ich nicht wieder Straftaten begehe. Und ich habe wieder Straftaten begangen. Das heißt, Sie schließen es für sich auch nicht aus? Natürlich schließe ich es für mich aus. Aber dass jemand in einer offiziellen Position es nicht für sich ausschließt, das kann man ihm noch nicht vorwerfen. Ja, um den Gedanken zu Ende zu bringen, also strukturelle Gewalt ist unter diesen Konditionen eben möglich. Und das wird ja hier dann auch geschildert und bestätigt. Und das zeigt die Schwierigkeit jetzt von uns als Veranstalter, als Gesellschafter, als Justizministerin, als Mitarbeiter, die im Vollzug tätig sind, dass wir wissen, das ist diese Situation, die ist hochbrisant, die ist hochgefährlich. Und wie gehen wir damit um? Und wie kriegen wir dann die positive Kurve, die zur Resozialisierung führt? Und zwar mit dem, was wir jetzt positiv aus der Freiheitsstrafe machen. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass eine Öffentlichkeit, Sie haben eben Stammtische bemüht, aber es ist nicht nur an Stammtischen, es ist überall. Man kann das in Fußgängerzonen oder in der Straßenbahn erfahren, dass die Diskussion läuft. Was bedeutet eigentlich Gefängnisstrafe von 3,5 Jahren, von 11 Jahren, von 15 Jahren? Wie schnell kommt unter welchen Bedingungen ein verurteilter Gefangener eigentlich bei uns in Deutschland raus? Wir haben mal Menschen in Krefeld nach ihrer Einschätzung gefragt. Ein Krimineller in Deutschland ist verurteilt zu 5 Jahren Haft. Wie lange sitzt der? Dann gehe ich mal davon aus, 5 Jahre. Ja, wenn einer was verbrochen hat, dann soll er auch die volle Strafe dafür absitzen. Wie lange sitzt der? 3 Jahre, 3,5. Warum nicht 5?
Weil er wahrscheinlich wegen guter Führung oder was weiß ich, früher entlassen wird. Das stimmt, das steht im Gesetz. Also man kann theoretisch nach der Hälfte der Zeit oder nach zwei Drittel der Zeit entlassen werden. Nur ich verstehe die Logik nicht, warum man dann erst 5 Jahre sagt, wenn man nur 2,5 meint. Also wenn man eine Straftat begeht, dann sollte man auch die Strafe, die man dafür erhält, auch absitzen. Wenn das Urteil gesprochen wird, 5 Jahre, finde ich, sollte man auch wirklich 5 Jahre absitzen. Sonst könnte man sich das sparen. Sie haben gesagt, ich würde das mit der Kindererziehung vergleichen. Ja, wenn ich meinem Sohn was androhe, weil er was gemacht hat, was er nicht darf, und ich nachher dann die Hälfte davon zurücknehme und sage, jetzt darfst du doch fernsehen, dann nimmt er mich beim nächsten Mal auch nicht ernst. Also so sehe ich das. Wer nimmt denn unser Strafsystem dann noch ernst, wenn man die Strafen, die dann gesetzt werden, auch nicht durchsetzt? Ich sehe das Problem darin, gerade wenn also hier 5 Jahre und Begnadigung, dass da also man sich viel zu sehr um den Täter kümmert und nicht um die Opfer. Einer klatscht gerade zeithaft. Kommen wir gleich noch zu dem Aspekt der Opfer. Herr Knispel, gerade hat es die Mutter gesagt, wenn ich androhe, dass ich, was ich da nicht einhalte, nimmt mein Sohn mich nicht mehr ernst. Erinnert Sie das an Ihre Situation? Ist der Strafvollzug von seinem Beruf her, ob berechtigt oder nicht, in Deutschland so, dass er von vielen, die notorisch kriminell werden, nicht mehr ernst genommen wird? Ich denke, die von Ihnen befragten und gerade eingeblendeten Personen haben genau das wiedergegeben, was wir seit vielen Jahren beobachten. Die angedrohten oder gar verhängten Strafen nimmt die Bevölkerung zur Kenntnis, geht sogar oftmals oder in der Regel irrig davon aus, dass die Straftäter, die Verurteilten, davon große Teile verbüßen. Aber die Tatsachen sind anders. Wir hatten das beispielsweise in Berlin, der sogenannte Pokerraub, der auch über Berlin hinaus bekannt geworden ist. Ein bis dahin Flüchtiger in Untersuchungshaft befindlich, nicht geständig, die Beute von mehreren 100.000 € ist weg und derjenige kommt aus der Untersuchungshaft unversehens mit 5,5 Jahren Reststrafe in den offenen Vollzug. Das werden Sie den Bürgern schwerlich erklären können, warum so jemand 7 Jahre, 3 Monate Haftstrafe bekommt. Klingt nach guten Anwälten. Das klingt sicherlich nach guten Anwälten. Ich habe mal den Satz geprägt, wer einen guten Anwalt hat, der kommt auch in den offenen Vollzug. Und um den Bogen zu schlagen, das ist doch mit ein Grund, warum gerade im Bereich organisierter Kriminalität ein Knasttourismus mit Richtung Berlin herrscht, weil das dort auch bei den Verteidigern durchaus bekannt ist. Und es gibt immer wieder dieselben Verteidiger. Sie werden verstehen, dass ich deren Namen nicht nenne. Die tauchen aber immer wieder in solchen Verfahren auf. Und es ist im Übrigen auch ein kleiner Trugschluss. Und man sollte hier nicht bei den Zuschauern den Eindruck erwecken, als ob 14-, 15-Jährige bei ersten Straftaten noch dazu bei Geringwertigen in den Vollzug kommen. Vielleicht ist das in Ihrem Gerichtssprengel in Berlin jedenfalls ist das nicht der Fall. Bis dort jemand 1 oder 2 Jahre Jugendstrafe oder normale Freiheitsstrafe bekommt. Da hat er aber etliches kriminelles Vorleben. Wir haben teilweise BZ-Auszüge, die sind in Buchform gebunden, bevor jemand das erste Mal... Was für Auszüge? Bundeszentralregisterauszüge. Alles klar. Frau Kühne-Hörmann, was Sie anführen, sind doch auch Einzelfälle. Wann kommt denn mal jemand mit 7,5 Jahren in offenen Vollzug? Das sind wirklich absolute Einzelfälle. Der Regelfall ist, dass jemand, der mehr als 2 Jahre hat, in den geschlossenen Vollzug wandert und da erstmal eine ganze Zeit lang bleibt. Und die wenigsten Strafgefangenen können sich sogenannte gute Anwälte leisten. Die sitzen nämlich ihre Strafe ganz einfach ab. Da werden Legenden gebildet, genauso wie die Legende lebenslänglich sind 15 Jahre. Der längste LLer Deutschlands hat 47 Jahre im Gefängnis verbracht, bis er im Gefängnis gestorben ist. Ist aber auch ein Einzelfall. Schon unterschiedliche Regelungen in den Ländern. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Wir in Hessen, wir sind zuständig in den Ländern für die Strafvollzugsgesetze. Und wir haben 2010, nachdem das Bundesrecht auf die Länder sozusagen als Kompetenz übergegangen ist, gesagt, wir wollen den geschlossenen Vollzug als Regelvollzug. Da sind wir in der Minderheit in Deutschland mit dieser These. So, und es gibt Straftäter, die in anderen Ländern, so war das in Hessen auch mal eine Zeit lang, eine Haftstrafe verbüßen, nicht in Untersuchungshaft waren und dann gleich in den offenen Vollzug gekommen sind. Das gab es. Bei uns ist das in Hessen nicht mehr möglich, weil wir es gesetzlich geregelt haben. Und deswegen das, was eben diejenigen, die auf der Straße befragt worden sind, in der Bevölkerung sagen, das ist gesetzliche Regelung, dass man in der Hälfte, bei der Hälfte der Verbüßung der Strafe einen Antrag stellen kann. Die wenigsten Anträge, wenn ich das statistisch sehe, werden dort bewilligt und jeder Einzelfall muss betrachtet werden. Und in Hessen ist es so, dass jemand, der lebenslänglich hat,
vor 10 Jahren nicht nach draußen kommt. Das ist in anderen Ländern anders. Und ich sag mal, weil Herr Knispel ja immer von Berlin redet, es gibt in den Ländern unterschiedliche Handhabe, wie der Vollzug dort gesehen wird. Da gibt es auch Initiativen auf Jumiko-Ebene, hat es gegeben, den Tourismus nach Berlin hinzubekommen. Ich sag mal, das liegt in der Hand der Länder. Jumiko ist kein neues Kaugummi, sondern eine Justizministerkonferenz. Ich will nur damit sagen, die rechtlichen Regelungen, die sind bei uns legitimiert durch die Parlamente in den Ländern, die das bestimmt haben. Und da gibt es feste Regelungen, sodass jedenfalls in Hessen, dafür kann ich sprechen, jemand nicht in den offenen Vollzug kommt, der mehr als 2 Jahre Haftstrafe hat und auch nicht vor 10 Jahren rauskommt, wenn er lebenslänglich hat, sodass das klare Regeln sind. Es gibt aber die anderen Länder. Keine und ich Sorge, finde, das passiert genau auch in anderen Ländern fast nie. Das stimmt nicht ganz, aber es ist auch nicht mein Ich glaube, Thema. Es ist höchste Zeit, mal auf die andere Seite zu gucken, was nämlich jemand empfindet, der Opfer geworden ist von Gewalt und der sich dann fragt, ja, wer ist denn da eigentlich der Bestrafte? Bin ich das mit einer lebenslänglichen Opfergeschichte oder ist es der Täter? Ich möchte Ihnen eine Frau vorstellen, die fassungslos darüber ist, wie es mit ihrem Leben weitergeht im Vergleich zum Täter, der sehr schnell wieder in freien Leben Fuß fassen konnte. Herzlich willkommen, Cornelia Zohr. Schön, dass Sie da sind. Sie haben eben gesagt, es ist sehr unterschiedlich in den Ländern. Da müssen wir gleich mal sagen, wo Sie herkommen. Sie kommen aus Berlin. Sie sind Mutter von Zwillingen. Diese Zwillinge waren gerade 4 Monate alt, als der, damals waren sie noch mit ihm nicht mehr zusammen, aber er war noch bei den Kindern, als der Vater dieser Zwillinge auf die Kinder aufgepasst hat. Sie waren in der Stadt. Auf einmal rief die Klinik an und sagte, es ist was passiert. Was war passiert? Man hat mir am Telefon also erstmal nur mitgeteilt, dass es dem Kind nicht gut geht, dass er auf der Intensivstation liegen würde und dass ich bitte sofort in die Klinik kommen soll. Weiter was wurde dort am Telefon erstmal noch nicht erwähnt. Dann sind Sie in die Klinik gekommen und hatten erstmal unangenehme Fragen gestellt bekommen. Warum? Ja, die Ärzte haben das Kind untersucht, haben auch ein CT gemacht und ein MRT nochmal gemacht und haben danach dann gesagt, dass ich im Kopf was befinden würde, was dort nicht hingehört. Und nach circa 1,5 Tagen stellte sich dann raus, dass Valentino durch den Kindesvater geschüttelt worden ist. Damals, wie gesagt, hat er sich noch um die Kinder gekümmert. Wir sehen hier ein Bild. Wir mussten ihn unkenntlich machen. Klar, es gibt auch einen Täterschutz. Um einen Säugling so heftig zu schütteln, dass er schwere Gehirnschädigungen damals davongetragen hat. Dazu gehört ja eigentlich ein ungeheurer Jähzorn, aber auch auf der anderen Seite eine große Gefühlskälte. Konnte Ihr Ex-Mann das in der Beziehung verheimlichen? Ja. Also es hätte niemand vermutet, dass er so gewalttätig sein könnte. Also er war eigentlich immer nach außen hin jemand, der sehr geruhigt und auch ganz entspannt war. Und niemand hätte es vermutet. Wie schwer ist Valentino damals verletzt worden? Valentino hat damals massive Hirnblutungen erlitten, Augen-Glaskörperblutungen und Rippenfrakturen. Wir zeigen mal ein Bild von heute. Das sind die beiden, Valentino und Lilly. Sie haben also ständig den Vergleich, was den Entwicklungsstand angeht. Die beiden sind 5. Wie groß ist der Unterschied jetzt noch? Also Valentino hat zum heutigen Zeitpunkt immer noch einen Entwicklungsrückstand von 1,5 Jahren gegenüber seiner Zwillingsschwester. Und es ist eben auch im Alltag deutlich zu bemerken. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie mal, Sie haben sich schon unglaublich engagiert in den letzten Jahren, aber dass Sie es schaffen werden, Gleichstand unter den Zwillingen, was die Entwicklung angeht, herzustellen? Ich hoffe es zumindest. Ob es so sein wird, wird sich später zeigen. Wie ist es für Sie, diesen... Ich danke uns, dass Sie so darüber erzählen. Es ist manchmal schwer, dazu noch eine Frage zu stellen, wenn Sie diesen Unterschied, aber ich stelle es mir jedenfalls so vor, zwischen den beiden sehen, jeden Tag, jeden Abend, jeden Morgen. Werden Sie dann auch immer wieder an die Tat und damit an den Täter erinnert? Eigentlich täglich. Also das ist bis zum heutigen Zeitpunkt noch so, dass man ja immer wieder im Laufe des Tagesablaufs bestimmte Sachen hat, wo man einfach doch immer wieder an den Gedanken zurückgeworfen wird. Weiß Valentino eigentlich, was ihm passiert ist? Hat er gefragt? Er hat schon gefragt,
Und er weiß auch, dass was ganz Schlimmes passiert ist. Es kam zum Prozess gegen den Vater von Valentino. Er war geständig, hat die Misshandlung zugegeben, hat eine Bewährungsstrafe bekommen. 1 Jahr und 6 Monate auf Bewährung. Wie haben Sie dieses Urteil aufgenommen? Fassungslos. Völlig fassungslos. Also man konnte es nicht wirklich verstehen, zumal der Täter halt auch nach der Verhandlung wirklich lachend vorm Gericht stand und man wirklich das Gefühl hatte, es hat eigentlich fürs Kind, also für Valentino, keine Gerechtigkeit gegeben. Die Strafe, wie gesagt, wurde zur Bewährung ausgesetzt. Er ist dann doch noch ins Gefängnis gegangen. Warum? Er hat die Bewährungsstrafe nicht erfolgreich abgeleistet. Unter anderem kam eine Strafanzeige dazu, da er auch keinen Unterhalt zahlt für die Zwillinge. Und er auch dieses festgelegte Schmerzensgeld aus der Hauptverhandlung nicht bezahlt hat. Das Ganze spielt ja in Berlin. Ich habe es eben schon gesagt, deswegen ist die Frage zwingend nötig. Wie lange hat es denn gedauert, bis er im offenen Vollzug war? Also unseres Wissens nach hat er 3 Tage nur im festen Vollzug verbracht, bis man dann entschieden hat, dass man ihn in den offenen Vollzug entlässt. Sie haben keinen Kontakt mehr, haben aber über Facebook dafür, ist in der Facebook manchmal ganz nützlich, haben da gesehen, dass er als Freigänger Fotos gepostet hat mit Motorrädern. Damit hat er sich offenbar beschäftigt und haben gesehen, dass er wieder ein Leben mit Freude führt. Was haben Sie dabei gedacht? Dass es Valentino und Lilly gegenüber einfach ungerecht ist. Dass es also für die Kinder hat diese Tat erstmal bedeutet, ins Völlige auszufallen, in einen Modus reinzukommen, wo halt wirklich Therapien im Vordergrund stehen, wo Klinikbesuche im Vordergrund stehen, wo man also wirklich sozial komplett eingeschränkt wird und eben nicht mehr so am Leben teilnehmen kann. Der Sühnegedanke, wann wäre der denn für Sie erfüllt gewesen? Wie lange hätte Ihr Ex-Mann im Gefängnis, im geschlossenen Vollzug sein müssen, damit Sie sagen, ja, wenigstens gab es eine Strafe? Ich glaube, das kann man nicht wirklich an Zeit ermessen. Aber wenn man zumindest bemerken würde, dass die Vollzugszeit, egal wie lange sie jetzt ist, wirklich bewirkt, dass er für sich verinnerlicht, welche Tat er begangen hat. Weil das ist definitiv bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erfolgt. Was Sie in der Zwischenzeit geleistet haben für Valentino und natürlich auch haben sich bemüht, dass Lidia dabei nicht zu kurz kommt. Wenn man Zwillinge hat, glaube ich, muss man darauf achten, dass man sich nicht nur um den kleinen Patienten kümmert, in Anführungszeichen. Ihr Leben hat sich total verändert. Sie sind nicht mehr berufstätig, sind selbst angeschlagen, leben von Hartz IV im Moment. Wenn Sie mal 10 Jahre weiterdenken, was würden Sie sich dann wünschen? Wo möchten Sie dann sein? Also in 10 Jahren möchte ich auf jeden Fall wieder meiner Tätigkeit als Krankenschwester nachgehen können. Möchte auch wieder Freude am Berufsleben haben, was mir auch unheimlich fehlt. Möchte, dass es meinen Kindern in erster Linie gesundheitlich wunderbar geht und dass Valentino auch den Start hat, den er haben sollte für sein Leben. Ich glaube, das wünschen wir Ihnen alle. Vielen Dank, Frau Zohr. Und gute Heimreise zu Valentino und Lilly. Vielen Dank. Typisch Berlin, Herr Knispel? Ja, Sie nehmen es mal aus dem Mund. Also mich überrascht das überhaupt nicht. Der Umgang mit Gewalttaten, der lässt in Berlin jedenfalls justiziell ganz erheblich zu wünschen übrig. Es gab eine Gesetzesreform vor vielen Jahren, dass die Strafe für gefährliche Körperverletzung heraufgesetzt wurde, insbesondere um abschreckend zu wirken und der Gewaltentwicklung entgegenzuwirken. Unsere Wirklichkeit, die wir feststellen in Berlin, ist jedenfalls ganz überwiegend, ich will es nicht völlig verallgemeinern, ist eine andere. Aber ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Berliner Richter, in diesem Fall sind da auch Juristen, Kollegen, Sie kennen sie. Sie sind gleich dran, Herr Melke. Welche Erklärung haben Sie dafür? Es gibt ja viele verschiedene Ärzte und Sie werden trotzdem auch schlechte Ärzte feststellen. Habe ich verstanden, Herr Melke. Das Problem wird ja deutlich, dass diesem Opfer wie auch in der Diskussion hier überhaupt nicht gerecht werden können. Und die Frage ist ja, was hat während dem Verfahren, Anklage, Verhandlung vor dem Gericht,
dann während der Bewährungszeit und nachher im offenen Vollzug eigentlich stattgefunden, in Verbindung, in Betrachtung der Situation des Opfers. Und wie das eben ja geschildert wurde, hat im Grunde nichts stattgefunden. Wir haben aber die Gerichtshilfe, wir haben die Opferberichterstattung, wir haben einen Opferfonds, wir können speziell für die Opfer Beratung organisieren. Wir können die Bewährungshelfer dazu bringen, übrigens auch mit Auflagen und Weisungen durch das Gericht. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ja. Frau Zohr, Sie haben gerade zugehört und heftig mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Sind Sie von Hilfsangeboten bedrängt worden oder mussten Sie sich die suchen? Waren also Sie alleine? Die Hilfsangebote müssen die Opfer sich sehr wohl alleine suchen. Ja. Also man steht, wie gesagt, nach dem Tatgeschehen komplett alleine da, wird in diesen Strudel reingerissen und muss wirklich zusehen, dass man rudert, stehen bleibt und irgendwie Möglichkeiten und Mittel findet und Institutionen, die einem helfen. Und selbst diese Institutionen helfen einem nicht immer. Das ist ja genau meine Kritik, dass ich sage, an Ihrem Beispiel kann man deutlich machen, dass das nicht funktioniert, dass dieselbe Orientierung, die wir sonst beim Täter haben, beim Opfer überhaupt nicht stattfindet. Und Resozialisierung heißt ja, beide Perspektiven zu sehen, sowohl dem Täter zu helfen, aber auch speziell dem Opfer zu helfen und zu überlegen, wie können wir im Rahmen der Resozialisierung den Täter so weit bringen, dass er dann auch eine andere Form der Bewältigung seiner Straftat bekommt, dass sowas wie eine Wiedergutmachung stattfinden kann, dass auch im Vollzug selber eine Opferorientierung stattfindet. Dabei dreht es sich ja nicht um Zeitabsitzen. Ja. Unser heutiger Vollzug ist ja ein Verwahrvollzug, in dem Zeit abgesessen wird. Und nicht aus dem Grund haben wir einen gemeinnützigen Verein für Yoga und Meditation im Gefängnis gegründet, damit Leute auf sich selbst zurückgeworfen werden, damit sie sich selbst erfahren können. Weil nur dann ist es möglich, dass sie sich auch mit ihren Straftaten auseinandersetzen. Das verstehe ich nicht so ganz, Herr Bausch. Wenn Sie sich diesen Fall mal nehmen, nach 3 Tagen im offenen Vollzug, Ablenkung durch Arbeit, in diesem Fall Motorräder möglich, wo soll da jemand zum Nachdenken kommen? Warum brauche ich eine, Entschuldigung, ich mache selbst Yoga, aber wofür brauche ich eine Yoga-Gruppe, um über mich selbst nachzudenken? Und was ich vielleicht für eine schlimme Tat begangen habe? Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass Täter eine gewisse Zeit, manchmal lange, sehr lange brauchen, um überhaupt den Zugang zu der Tat zu gewinnen. Es gibt wenige, die gleich schon unmittelbar nach der Tat schon wissen, was sie getan haben und entsprechend auch akzeptieren, was auch Anstrengungen unternehmen, die in Richtung Wiedergutmachung wirklich gehen. Das ist selten, muss man sagen. Aber das gibt es. Aber nach meiner Erfahrung braucht es eine gewisse Zeit, manchmal Jahre, damit ein Täter dahin kommt, dass er überhaupt irgendwo kapiert, was er getan hat, was er anderen angetan hat und welche Möglichkeiten er für sich entdeckt, um wirklich etwas wie Wiedergutmachung zu leisten, dass man sagt, jetzt ist jemand irgendwie aus dieser Sache klug geworden. Interessant ist das, wenn man diese Bilder sieht, wenn man diese Geschichten hört. Da kann man am Ende, das betrifft einen sehr, das macht dann wahnsinnig traurig, auch macht dann auch teilweise zornig. Aber das ist kein guter Ratgeber. Es gibt keine Wiedergutmachung für das, was passiert. Es gibt Gerechtigkeit in diesem Land. Aber es wird keiner die Tat ungeschehen machen können. Das muss man immer auch sagen dazu. Bei all dem, was wir tun. Ist Ihnen der Gedanke so fremd, dass bei dem sich abfinden mit der Tat und das Leben trotzdem lebenswert zu machen, dass dabei hilft, dass der Verursacher eine nennenswerte Strafe abgesessen hat, dass das hilfreich sein kann? Ich bin zumindest der Überzeugung, man fragt sich selber, was würdest du verlangen? Man weiß nicht, man würde nicht sagen, ein Jahr, zwei, drei oder vier. Es gibt keine zeitliche Geschichte dazu. Aber dass man möchte doch nur eines, dass man so etwas, das Gefühl von Gerechtigkeit am Ende mit nach Hause nimmt. Und das heißt, wir haben Strafandrohungen in unserem Strafgesetz. Bei dem, was Sie alles gesagt haben, was in Berlin los ist und was woanders los ist, würde man ja dafür plädieren, dass man endlich bundesweit eine vernünftige sozusagen Strafvollstreckungsordnung bekäme. Muss vielleicht gar nicht sein. Aber meine Erfahrung ist, die beste Prävention auch, was den Täter anbelangt, ist, dass er das Gefühl hat, dass es eine gerechte und angemessene und faire Strafe gegeben hat. Und das gleiche Gefühl hat interessanterweise auch das Opfer, will es haben. Jetzt. Danke, Herr Bausch, für die Beschreibung dieses Kräfteverhältnisses. Ich glaube, dass es das ist, was auch unsere Zuschauer bei diesem Thema bewirkt. Brigitte Büscher, wir haben eine sehr nachdenkliche Sendung bisher. Wie reagieren auf unsere Zuschauer?
mindestens genauso nachdenklich. Und ich glaube, jetzt gerade auch mit diesem Blick auf die Opferseite habe ich eine Meinung ausgesucht von unserer Zuschauerin Annelie K. Sie schreibt nämlich bei Facebook genau dazu: Wenn ein Gefängnis zur WG auf Steuerzahlerkosten verkommt, sind Sinn und Zweck der Gefängnisstrafe verloren gegangen. Knast darf kein Erholungsurlaub sein. Dort drin sitzen Täter. Die Opfer haben es in der Regel ihr Leben lang nicht mehr kuschelig. Was genau ist das Wesentliche eigentlich an einem Knast? Also was genau macht den Täter vielleicht dazu, am Ende ein besserer Mensch zu sein? Darf das komfortabel sein? Darf da ein Plasmabildschirm sein? Und unser Zuschauer Timo Rütten hat dazu bei Facebook geschrieben, für ihn ist das Wesentliche gar nicht so sehr die Diskussion um Luxus, sondern um den Entzug von Freiheit. Er schreibt, Sinn des Gefängnisses nach meinem Verständnis ist nicht der Entzug von jeglichem Luxus. Vielmehr geht es darum, dem Menschen die Freiheit zu nehmen. Und dies ist auch in einem Luxusgefängnis getan. Kein Luxus der Welt ersetzt die Freiheit. Menschenwürde ist auch ein ganz wichtiges Stichwort für unsere Zuschauer. Wir haben das gesehen, eine Zelle hat ein Klo, das kann man nicht abschließen, da muss man drauf gucken. Und ob das der Menschenwürde entspricht, das bezweifelt unser Zuschauer Till Wollheim. Er ist 57 Jahre alt und hat bei uns im Gästebuch geschrieben, ein Klo ohne Abtrennung und Lüftung im selben Raum ist unvereinbar mit der Menschenwürde. Diese hat auch der Tätowierte, auch wenn es einem manchmal emotional schwerfällt, so zu denken. Der Staat hat aber keine Emotionen zu haben, zumindest nicht zum Nachteil des Menschen. Resozialisierung, auch ein wichtiges Stichwort, haben viele Zuschauer darüber nachgedacht. Kann der Knast dabei helfen, einen Menschen wieder zurückzubringen in das richtige Leben? Und unser Zuschauer Horst Feuerbach ist da eher skeptisch. Er schreibt bei uns im Gästebuch, wer wegsperrt, grenzt aus. Wen wollen wir ausgrenzen, um ihn dann wieder eingliedern zu müssen, was oft misslingt, weil Knast die Lebensgrundlage vernichtet. Danke für diesen Überblick, Brigitte Büscher. Vielen Dank. Da war auch wieder tatsächlich dieses Spannungsfeld zu spüren. Ja? Was erwartet man von einem Strafvollzug? Da ist auf der einen Seite der Sühnegedanken, auf der anderen Seite natürlich aber auch, was kommt danach? Die Justizministerin hat es eben gesagt, 96% der Straftäter kommen eben wieder frei und am besten so, dass sie nicht mehr Täter werden. Aber die Rückfallquoten, die sprechen eine andere Sprache. Wer einmal im Gefängnis gewesen ist, wird wahrscheinlich schon bald wieder vor dem Richter landen. In den ersten 6 Jahren nach ihrer Entlassung werden bundesweit 59% der ehemaligen Häftlinge wieder straffällig. Die Zahlen des Bundesjustizministeriums belegen große Unterschiede zwischen den Ländern. In einem Bundesland werden 49% der entlassenen Häftlinge rückfällig, in einem anderen 72%. Welche Länder das sind, wird aber von den Behörden nicht verraten. Wir fragen nach bei jedem einzelnen Landesjustizministerium. Die Antworten? Dazu haben wir keine Daten. Eine entsprechende Statistik wird hier nicht geführt. Wir haben die Zahlen nicht. Wir erfahren, dass einige Ministerien sich sogar abgesprochen haben, ob sie uns Daten geben. Bekommen haben wir kaum was. 2 Länder schicken uns Zahlen, aber die sind veraltet. Es ist offenbar ein heikles Thema. Und das Bundesjustizministerium erklärt, dass zwar tatsächlich die Rückfallquoten nach Ländern ausgewertet wurden, aber trotzdem besteht Einigkeit darüber, dass damit nur die Veröffentlichung einer Spannweite länderspezifischer Rückfallquoten, nicht jedoch die namentlichen Länderergebnisse gemeint sind. Im Klartext? Die Rückfallquoten der einzelnen Länder sollen geheim bleiben. Frau Kühne-Hörmann, warum eigentlich? Also ich sag mal, das ist vor meiner Zeit entschieden worden in den Konferenzen. Und, wie finden Sie es denn heute? Also ich finde mehr Transparenz in diesen Bereichen wichtig, weil natürlich das, was ich vorhin angesprochen habe, an Resozialisierungsmaßnahmen auch wirken muss. Und jetzt will ich mal ein Beispiel sagen. Es gibt eine Menge Straftäter, Moment, die bevor lange Sie sagen, Haft. Ich will vielleicht eins sagen, Ausbildung ich möchte jetzt in der Haft. Nee. Ich wäre dafür, es zu veröffentlichen. Das ist interessant. Okay. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja. Sie sagen, Sie wären für mehr Transparenz. Blöderweise haben wir Ihr Haus auch gefragt. Die haben uns auch nichts gesagt. Ja, weil wir die Daten
von dieser Bundesstudie, wir haben die tatsächlich nicht einzeln vorliegen. Ich habe keine Daten im Ressort, wo wir die abfragen könnten, weil die bisher nicht so erhoben werden. Sie müssen überlegen, wenn Sie das so... Das heißt, Sie wissen auch Ihre Landesdaten nicht? Sie die Rückfallquote nicht, in Hessen? Sie wissen das ungefähr, Sie können das aber nicht genau runterbrechen auf die Länder, weil diese Bundesstudie Daten sammelt, die gemeinsam verglichen werden. Und Sie können das nicht hundertprozentig, danach habe ich gefragt, auseinanderdividieren. Das heißt, wenn man sich auf ein solches System einigt, muss man sich auch auf Daten einigen, die alle nach gleichen Kriterien erheben, sonst haben sie keine Vergleiche. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich sage Ihnen jetzt mal, ich wäre da für mehr Transparenz. Man muss ein Verfahren finden, was am Ende, und das ist ja die Gefahr, die manche sehen, einzelne Länder dann dadurch an den Pranger stellt, dass die Zahlen schlecht sind. Ich will aber vielleicht eins noch sagen. Es gibt eine Menge junge Straftäter, die bei uns in den Hochsicherheitsgefängnissen sitzen, die keinerlei Ausbildung haben. Und wir haben insbesondere im Jugendstrafvollzug, als auch für die anderen, haben wir über 30 Ausbildungs- und Qualifizierungsberufe, bei denen die einen Handwerks- oder IHK-Abschluss machen. Und die werden zu 75%, in Butzbach ist das bei uns ein großer Ausbildungsstandort, werden die nach Verbüßung der Haftstrafe untergebracht und von den Firmen genommen. Und bei diesen Jugendlichen, Jugendlichen kann man nicht sagen, das sind auch Straftäter Mitte 25, die dann Ausbildungen erst absolvieren. Ich war dort, habe mit ihnen geredet und habe gesagt, wie finden Sie das? Und dann haben die gesagt, das ist für uns eine Chance, eine Perspektive zu haben, die wir in unserem früheren Leben vor der Straftat nie gehabt hätten. Und ich sage Ihnen jetzt mal, diese Maßnahmen der Qualifizierung und der Bildung und der Abschlüsse versetzen diese Menschen in eine Lage, eine eigene Existenz nach der Haft aufzubauen. Und das ist eine Maßnahme, die absolut sinnvoll ist, weil diejenigen, die diesen Erfolg hinter sich gebracht haben, wir haben sogar Besten auslesen bei der Handwerkskammer, die werden nach aller Voraussicht jedenfalls weniger straffällig und kommen wieder in den Vollzug zurück als diejenigen, die eine solche Perspektive nicht haben. Und ich finde, darauf müssen wir in Zukunft noch mehr setzen. Herr Bauch. Aber die Konsequenz ist für mich doch als naturwissenschaftlich arbeitender Arzt, lass uns die Ergebnisse veröffentlichen, damit wir sehen, was wirkt denn. Und wie wirkt was und welche Maßnahmen wirken eben nicht? Also man muss ja eine Wirkanalyse haben. Ja. Und deshalb sind die Zahlen wichtig. Ich habe auch gar keine Sorge. Also ich glaube, es würde niemanden so besonders treffen. Entscheidend, glaube ich, ist ganz wichtig zu wissen, dass man natürlich immer Gefahr läuft. Was ist Rückfälligkeit, einschlägiger Rückfall? Das ist alles sehr kompliziert. Darf ich das an dieser Stelle abbinden, weil wir sind sonst beim Tatort Tagesthemen gleich. Ich glaube, darum dreht sich das auch. Lassen Sie mich das kurz abbinden, zu sagen, es ist ein schöner Appell, den Sie auch unterstützen, diese Zahlen mal zu bekommen. Denn dann könnte man tatsächlich vergleichen und könnte eine eigene Sendung darüber machen. Herr Melleke, da wären Sie wieder dabei. Welche Methoden eigentlich zu besseren Quoten führen als jetzt 60% Wiederholungstäter, knapp 60%, ist sicher keine Erfolgsstory, so viel kann man sagen, auch wenn es einzelne Beispiele gibt. Vielen Dank für diese sehr tiefe Diskussion. Eine Schlussrunde gibt es immer bei uns und ich habe eine gute Nachricht für Sie als Frau. Sie sind raus, weil es ist einfach ein Männerthema. Wir haben ja gehört, Einzelzellen sind die Ausnahme im Knast. Deswegen ist es ja besser für den Fall der Fälle. Genau, man guckt sich schon mal um. Und da wir jetzt gemischte Zellen noch nicht haben, stellen Sie sich vor, Sie müssten in Haft. Mit wem aus dieser Runde würden Sie die Zelle teilen? Mit Herrn Bausch ist ein Traum für mich. Ich habe sein Buch gelesen. Ich möchte mit ihm mal intensiv zusammen sein. Herr Melleke. Jetzt bin ich gespannt. Herr Gurkasch. Also, ich würde Herrn Melleke wählen, weil ich glaube, dass wir uns sehr, sehr spannend austauschen könnten. Wir könnten vielleicht Ideen entwickeln, wie man den Strafvollzug in Deutschland wirklich effektiv gestalten kann. Und für Ihren Rücken wäre Yoga nicht schlecht, Herr Melleke. Das hilft auf alle Fälle. Für die Figur, ja, insgesamt. Herr Bausch. Jetzt ist die eine Doppelzelle schon belegt. Insofern würde ich jetzt vorschlagen, dann doch mit Herrn Knispel zusammen in einen Haftraum zu gehen. Weil ich glaube, die Diskussion, die mit Ihnen in eine ganz andere Richtung laufen würde, würde mit Ihnen wiederum in die ganz konträre Richtung laufen. Ich freue mich immer, wenn Staatsanwälte auch mal in den Knast kommen, wenn Richter in den Knast kommen, wenn auch Politiker in den Knast kommen.
Ich sehe die immer wieder gerne und ich denke, wir hätten aufgeregte und anregende Diskussionen. Und ein Arzt im Knast kann ja nicht so schlecht sein, wenn man den auf der Zelle hat. Genau, Sie bewerben sich sogar noch. Herr Knispel, mit wem? Bitte um kurze Antwort. Ich teile gerne die Zelle mit ihm, bin aber auch des Öfteren im Vollzug, allerdings nur als Gast. Das machen nicht viele Ihrer Kollegen. Okay. Gut, hätten wir die Runde aufgeteilt. Ich hoffe, Sie sind nicht traurig, dass wir Sie übergangen haben. Alles klar. Dankeschön. Ganz schnell nach Hamburg zu den Tages. Den Applaus nehmen wir noch mit. Thomas Roth, Ihr Tagesthema heute. Ja, es ist, Frank Bleisberg, immer noch die Ukraine oder wieder die Ukraine. Es eskaliert immer weiter. Im Moment sind noch die 7 OSZE-Mitarbeiter, darunter 4 Deutsche, in der Gewalt der pro-russischen Separatisten. Die EU und die USA haben ihre Sanktionen gegen Russland erweitert. Es eskaliert. Mehr dazu jetzt gleich in den Tagesthemen. Gleich im Anschluss. Vielen Dank. Schöne Grüße nach Hamburg. Dankeschön für diese Runde. Dankeschön an Sie. Es war uns ein wunderbares Publikum. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Faktencheck. Morgen www.hartaberfair.de. Wir sehen uns wieder nächste Woche 21 Uhr. Tschüss, macht es gut. Tschüss. Dankeschön. Kommt gut nach Hause.